wagt. Der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Chaka-Can, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht und der, der tückisch ist. Der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Can, Chaka-Can, Chaka-Can. Volle Pulle, ab geht's. Das ist Can, Chaka-Can, yes he can, unser Mann. Vollgas, jetzt geht's ab hier. Ja, ihr seht schon, um was es geht. Es geht um Achterbahn, es geht um schnelle Karussells und gebrannte Mandeln. Um Jahrmärkte. Jahrmärkte nennt man oft auch Kirmes, Rummel oder Kirchweih. Aber eins ist immer gleich, es gibt super Fahrgeschäfte und auch sonst richtig viel zu sehen. Monsterrutschen zum Beispiel. Riesenräder. Und an jeder Ecke gibt's Leckereien. Danke. Die Leute, die hier arbeiten, sind Schausteller. Schausteller sind fast das ganze Jahr über unterwegs. Heute helfe ich mit beim Autoscooteraufbau. Bin alleine in der Geisterbahn. Hallo? Ah! Oh, nee. Und mach die erste Testfahrt mit der wilden Maus. Los geht's. Ah! Nee. Ah! Also, gut festhalten, ab geht's. Hier kommt der Rummelcheck. Und jetzt die Checkliste. Und die Fragen suche ich auf dem Rummel. Klar, wo sonst? Hey, eine Losbude. Ich versuch mal mein Glück. Was ist denn hier los? Das sind ja meine Fragen. Naja. Wie funktioniert eine Achterbahn? Wie kommen die Geister in die Bahn? Und was ist Adrenalin? Das check ich für euch. Ich bin heute auf der Osterwiese in Bremen, einem der größten Ostervolksfeste in ganz Deutschland, mit mehr als 200 Schaustellern. Im Moment ist noch nicht so viel los, noch wird aufgebaut. Der Autoscooter steht schon fast, nur die Wagen müssen noch ausgeladen werden. Das hier ist Ralf, ihm gehört der Autoscooter. Mal schauen, ob ich helfen kann. Hey! Kann ich gleich den nächsten mitnehmen, oder? Oh klar, geh mal rein. Damit die Glitzerflitzer sich von der Stelle bewegen, müssen auch diese Dinger dran. Die Stromabnehmer. Yeah. Sag mal, warum eigentlich Stromabnehmer? Stromabnehmer, das sind Elektroautos, wusstest du das nicht? Okay, also sind Elektroautos? Ja, genau. Wir fahren nicht mit Benzin, wir fahren mit Strom. Okay, und der kommt von da oben, der Strom? Genau, der Strom ist oben im Netz und läuft dann durch die Stange, durch den Abnehmer, in den Elektromotor, der vorne drin sitzt. Aha. Wie schnell fährt denn so ein Teil damit? Wenn man ganz wenig Strom gibt, dann ganz, ganz langsam. Mhm. Und wenn man mehr Strom gibt, dann so, wenn man schnell mit dem Fahrrad fährt. Ich schätze mal so 15 Stundenkilometer. Also ihr könnt das einstellen? Genau, wir können das variieren. Je mehr Power auf dem Gitternetz ist, desto schneller können die Autoscooter fahren. Am Nachmittag sind sie meist langsamer. Am Abend, wenn die Erwachsenen fahren, wird richtig Strom draufgegeben. So, das war's, oder? Ja, wir sind fast fertig. Jetzt machen wir noch Lichtcheck. Okay. Und dann fahren wir mal. Okay. Ja? Andi, machst mal Lichtcheck. Ja. Das sieht doch gut aus, oder? Es wird langsam, es wird. Ja, ja. Sehr schön. Siehste, jetzt geht die Spiegelleiste auch. Herrlich, super. Dann können wir jetzt fahren. Okay, worauf muss ich achten? Gibt es Verkehrsregeln? Verkehrsregeln gibt es hier nicht. Es ist also so, wenn wir alleine fahren, kann man eigentlich machen, was man möchte. Aber wenn man natürlich mit mehreren Leuten fährt, muss man ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Dann versuchen wir los, oder? Ja? Guck mal, ich habe noch was für dich. Halt, 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 halt. Du bekommst noch einen Schlüssel. Den wollte ich schon immer haben. Damit kann man die ganze Zeit fahren, oder? Genau, richtig. Yeah. Ja. Wir versuchen es. Okay. Was muss man können bei euch, wenn man arbeiten will? Einparken. Einparken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Dazu muss man rückwärts fahren. Soll ich das zeigen? Da muss man das Lenkrad ganz rumdrehen. Oh, okay. Und dann fährt der Wagen rückwärts. Wie geht das denn? Das liegt daran, weil der nur drei Räder hat. Ach, okay, ist ein Dreirad. Das ist ein Dreirad, kein Vierrad. Ein Autoscooter ist ein Dreirad. Oh, können wir uns das mal angucken? Ja, können wir auch. Wie schwer ist der denn? 200 Kilo. Oh, meine Güte. Ja, stimmt. Drei Räder. Eins vorne. Genau. Das ist auch die Lenkung. Lenkung auch. Genau. Und hinten ist eine starre Achse. Okay. Und jetzt sieht man auch,
Warum man, wenn man das Rad einmal rumdreht, rückwärts fahren kann. Genau, ne? So sieht's aus. Wenn man das ganz drehen kann. Okay, dann düsen wir weiter. Ja. Oh, oh. Ja, jetzt will ich mal. Ja? Ja. Dann nehme ich aber auch einen Wagen. Ja, okay. Ich lasse dich bei einem raus. Gut, okay. Lass mich raus. Dann fahren wir gemeinsam. Ja, du kriegst die 5. Die 5? Okay. Das Autoscooter-Geschwader. Und jetzt gemeinsam rückwärts, komm. Rückwärts? Rückwärts. Okay. Puh. Geht nicht. Doch, geht. Oh ja. Puh. 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 Du, meiner ist schneller als deiner. Ja, das glaubst du. Ja, ehrlich, guck mal. Das kommt, weil du weniger wiegst als ich. So, rückwärts kann ich auch schon. Puh. Hilfe. Kannst du einparken? Ja. Yeah. Puh. Hab geparkt. Top. Genug geübt. Ich bin bereit für die große Mutprobe. Ich gegen den Autoscooter-Profi. Sieh dich vor. Also, wer zuerst ausweicht, hat verloren. Unentschieden. Aber jetzt kann ich das machen, was am meisten Spaß macht. Rammen. Feste, bei denen es darum geht, die Menschen zu unterhalten, gibt es schon tausende von Jahren. Viele davon entstanden aus dem Kirchweihfest, also dem Fest, wo die Einweihung einer Kirche gefeiert wird. Seit dem Mittelalter, also seit gut 1000 Jahren, gibt es Jahrmärkte. Die fanden an hohen Feiertagen, zur Erntezeit oder zum Frühlingsbeginn statt. Und damals gab es da keine Karussells, sondern die Bauern aus den ganzen umliegenden Dörfern kamen in die Stadt, um ihr Vieh zu verkaufen. Hier zum Beispiel eine Kuh. Oder das, was sie sonst noch so herstellten. Milch oder Obst. Auf den Jahrmärkten war richtig viel los. Deshalb kamen auch umherziehende Schausteller in die Stadt. Die hatten damals noch keine Geisterbahnen oder Autoscooter, sondern das waren so Gaukler und Wahrsager. Oder die hatten wilde Tiere als Attraktion. Oder die spielten Musik. Irgendwann wurden die Jahrmärkte für die Bauern als Verkaufsplätze immer unwichtiger. Aber das Publikum wollte trotzdem die Schausteller und ihre Attraktionen sehen. So entstanden die Jahrmärkte von heute, die einfach nur zum Vergnügen da sind. Und jetzt eine Frage an euch. Wie viele Besucher hat das Münchner Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt? A. ca. 2 Millionen, B. ca. 4 Millionen oder C. ca. 6 Millionen? Die richtige Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Auf fast jedem Volksfest steht eine Achterbahn. Und die hier kennt echt jeder. Die Wilde Maus. Die gibt's schon seit gut 60 Jahren. Stefan und sein Team sind schon seit 5 Tagen am Aufbauen und es sieht schon richtig gut aus. Nur noch die letzten Handgriffe fehlen. Aber für die müssen wir bis ganz nach oben, Leute. Oh, nicht runterschauen. Nicht runterschauen. So. Oh. Schon. Ja. Schrecklich hier. Gar nicht schön. Oh. Okay. Leg mal los. Ich bin hier. Keine Frage? Ja, gerade keine Frage. An die 18 Meter muss ich mich erstmal gewöhnen. Aber Stefan gefällt's. Dir macht das Spaß, oder? Da oben rum. Mir macht das Spaß. Ich bin über dem Festplatz, sehe alles drumherum, kann hier meine Arbeit verrichten und es ist eigentlich eine tolle Sache. Total. Was genau macht Stefan da eigentlich? Ich glaube, das hat was mit der ersten Checkerfrage zu tun. Wie funktioniert eine Achterbahn? Die Achterbahn funktioniert, indem das Fahrzeug unten eingehakt wird in die Kette, mit der Kette hochgezogen wird und oben sich ausklingt aus der Kette und dann mittels Schwerkraft durchs Berg und Tal fährt. Hat also keinen Motor, so ein Wagen? Hat keinen Motor. Also eigentlich sausen die runter, weil es halt bergab geht? Genau. Und wie funktioniert das mit der Kette? Nun, das Fahrzeug hängt sich hier in diese Rolle ein, wird dann mit der Kette hochgezogen und oben siehst du ja diese Krümmung und da, wo es abwärts geht, geht das Fahrzeug aus der Kette raus. Okay, da geht der Haken automatisch weg? Die Kette geht praktisch nach unten weg und der Haken bleibt oben.
Und ab hier rollen sie dann los. Und ab hier rollen sie dann los. Die richtig großen Achterbahnen funktionieren genauso. Wichtig ist, dass die Wagen richtig viel Speed drauf bekommen. Deshalb ist der erste Hügel meistens der höchste. Oben angekommen, zieht die Schwerkraft die Wagen nach unten. Das ist die gleiche Kraft, die zum Beispiel dafür sorgt, dass ein Fußball, den man nach oben wirft, auch wieder nach unten fällt. Mit richtig viel Schwung schaffen es die Wagen mit der Schwerkraft sogar durch Loopings. Sind sie schnell genug, werden sie richtig fest in die Schienen gedrückt. Und das heißt, null Absturzgefahr. Außerdem haben die Wagen Räder auf der Schiene, darunter und an der Seite auch. So kann der Wagen selbst dann nicht rausfallen, wenn die Bahn mal zu langsam sein sollte oder ganz stoppt. Und Sicherheitsbügel gibt's natürlich auch noch. Also das mit der Kette habe ich kapiert. Aber was passiert, wenn die Kette reißt? Nichts. Dafür sind diese Zacken da. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Jeder Wagen hat unten einen Hebel. Fährt der Wagen vorwärts, klappert der Hebel einfach von Zacke zu Zacke. Geht's rückwärts, dann rastet der Hebel in die Zacke ein und der Wagen bleibt stehen. Und das ist das Geräusch, wenn man immer hochfährt. Das ist klackernde Geräusch. Genau. Wie funktioniert eine Achterbahn? Die Wagen haben keinen Motor. Sie werden mit Hilfe einer Kette auf den höchsten Punkt der Strecke gezogen. Von da an geht's mit Hilfe der Schwerkraft durch die Bahn. Gecheckt. Für den Transport wird die Kette in kurze Stücke zerlegt. Die einzelnen Teile müssen wir jetzt erstmal wieder zusammenbauen. Insgesamt ist die Kette 120 Meter lang. Wenn sie in Einzelteile zerlegt ist, passt die ganze Bahn auf 7 Lkw. Damit jeder beim Aufbau gleich weiß, wo welche Stange hingehört, haben alle Teile eine Nummer und eine Farbe. So muss man nicht lange suchen, um das richtige Stück zu finden. Fehlt noch der Strom. Insgesamt werden 1500 Meter Kabel verlegt. Besonders viel Strom geht für die Beleuchtung drauf. Die Riesenschrift hier muss nach ganz oben. Dafür hat Stefan seinen eigenen Kran dabei. Der größte und bekannteste Rummel der Welt findet hier statt, in München. Einmal im Jahr wird fast 3 Wochen lang das Oktoberfest gefeiert, mit ungefähr 6 Millionen Gästen aus aller Welt. Schaut mal, das ist eine 6 mit 6 Nullen. Und so sieht's da aus. Aber am coolsten finde ich ja, wie die meisten Leute da rumlaufen. Die Männer tragen eine Lederhose und die Frauen einen Dirndl. Die Klamotten haben die aber nicht zum Spaß an, sondern das hat eine lange Tradition auf dem Oktoberfest. Das Fest gibt es schon seit über 200 Jahren und ursprünglich war es das Hochzeitsfest von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese. Als nächstes treffe ich Harry. Der ist Geisterbahnbesitzer. Aber wo steckt er? Oh nein, Leute, ich glaube, ich muss ihn drinnen suchen. Hallo? Die Oma hat mich so erschreckt. Dunkel hier. Meine Fresse. Ich mag gar nicht weitergehen, ey. Wer weiß, was noch kommt. Jan! Oh Mann, ey. Jan. Oh, hi. Herzlich willkommen in der Geisterbahn. Oh. Ja, herzlich willkommen. Auf den Schreck erstmal eine Checkerfrage. Wie kommen die Geister in die Bahn? Echte Geister gibt es ja nun mal nicht, die haben wir hier drin auch nicht. Mhm. Wir arbeiten hier mit Figuren, die eben aussehen wie ein Geist und die sich dann ein bisschen bewegen. Das ist eine Luftanlage, die da drin ist. Von denen habe ich doch keine Angst. Ja, aber wenn es ein bisschen dunkel ist und dann vielleicht noch so ein bisschen Nebel nebenbei dabei ist. Man kann nichts sehen so richtig. Ne? Richtig. Ja, okay. Und dann leuchtet auf einmal ein Licht auf, ein lautes Geräusch, ein Schrei, richtig laut. Und dann taucht so eine Puppe aus dem Dunkeln auf, da erschreckt man sich dann doch schon.
Und nebenbei haben wir auch noch echte Menschen. Und die sind hier drin und erwarten dich dann hier drin. Ja, das ist natürlich sauheftig. Eben bei dir bin ich auch super erschrocken. Weil du auch so aufgestampft bist, ne? Ja, und da hast du schon gemerkt, wenn was laut ist auf einmal und dann taucht irgendwo was auf, erschreckt man sich schnell. Ja. Besonders wichtig für einen Geist ist das Timing. Dafür gibt's Lichtschranken. An jedem Geist ist so ein oranger Kasten dran. Das ist wie eine Lichtschranke am Kaufhaus an der Tür. Mhm. Und wenn der Wagen hier vorbeifährt, siehst du, geht die Lampe an. Mhm. Und dann kriegt der Geist sein Kommando, jetzt die Bewegung starten. Gleich mal testen. Die fiesen Tricks von Harry funktionieren bei mir schon mal ganz gut. Boah, boah, guck mal. Hauptsache, der Effekt kommt plötzlich und unerwartet. Deshalb gibt's in Geisterbahnen auch immer so viele Kurven. Hinter jeder Ecke kann nämlich wieder ein Geist lauern. Wie erschreckt man dich denn am besten? Ja, mich zu erschrecken ist schon ein bisschen schwerer. Mein Vater hatte die Geisterbahn schon, wie ich Kind war. Ich bin hier praktisch drin groß geworden, aufgewachsen. Zu Ostern habe ich meine Ostereier in der Geisterbahn und nicht im Garten gesucht. Und genauso, mein Sohn ist praktisch in der Geisterbahn mit groß geworden und erschreckt auch schon die Leute hier drin. Den besuche ich jetzt mal als nächstes. Alles klar. Bis später. Bis später. Hey, Harry Junior. Hallo. Na? Boah. Du hilfst hier auch richtig mit, oder? Ja, eigentlich jeden Tag. Was machst du so? Also ich sitze in der Kasse, ich erschrecke, ich mache von den Anfahrern und baue auf und ab. Und du bist immer mit unterwegs? Ja. Hilfst mit? Musst du auch noch zur Schule gehen? Ja klar, ich gehe überall, wo ich gerade bin, zur Schule. Und hier in Bremen ist das so, hier gibt es noch eine extra Schaustellerschule. Okay. Da gehen wir auch in den Ferien also extra rein. Also alle Kinder von den Schaustellern hier, die gehen da auf eine Schule? Ja. Um die 8 Monate im Jahr sind Schaustellerfamilien mit ihren Fahrgeschäften oder Buden unterwegs. Trotzdem müssen auch die Schaustellerkinder die Schulbank drücken. Sind die Kinder mit auf Achse, so wie Harry Junior, dann gehen sie dort zur Schule, wo ihr Fahrgeschäft gerade Halt macht. Also zum Beispiel 2 Wochen in München, danach 3 Wochen in Stuttgart, dann 1 Woche in Bayreuth und 2 Wochen in Koblenz. Es gibt aber auch Kinder, die bleiben bei ihren Großeltern, bei Pflegeeltern oder im Internat und besuchen dort den Unterricht, während ihre Eltern unterwegs sind. So, ich gehe jetzt noch ein paar Leute erschrecken. Und dabei hilft mir Harry Junior, der ist Profi-Erschrecker. Ja, hat gut geklappt. Ja, super. Hammer. Wie kommen die Geister in die Bahn? Geisterbahnen sind nicht voller Geister, sondern voller Puppen und Technik. Und weil es da drin dunkel ist und die Puppen sich plötzlich bewegen, erschrickt man. Besonders fies sind Menschen, die als Geist verkleidet sind. Gecheckt. So, jetzt habe ich aber Hunger. Ich will Zuckerwatte und Jenny weiß, wie man die macht. Hey. Moin. Hi. Na? Machst gerade Zuckerwatte? Genau. Boah, da fliegen ja richtig hier die Watte-Zucker. Die muss man quasi einfangen mit dem Stab. Also nochmal, Schritt für Schritt. Ja. Oben kommt der Zucker rein. Genau. Okay, ich mach mal. Ja. Oben Zucker rein. Genau. So, Rand voll. Und jetzt sieht man auch die Löcher hier, ne? Genau, hier sieht man die Löcher. Hier drin wird der Zucker erhitzt. Mhm. Dann wird er flüssig. Und durch die Drehbewegung kommt er hier rausgeschossen durch diese Löcher. Mhm. Und wird quasi zu diesen Fäden. Ja, und die fliegen dann hier rum und die fangen wir dann ein mit die unseren Wirbeln hier. Genau, überall die Wirbeln rum durch ins Gesicht. Und genau. So. Jetzt will ich mal. Gerne. Du brauchst erstmal einen Stock. Da, okay. Genau. Weil die Zuckerfäden so dünn sind, kühlen sie an der Luft sofort wieder ab. Oh, Hilfe! Oh, oh nein! Stopp! Oh. Naja, meine selbstgemachte sieht nicht ganz so gut aus. Aber Geschmackstest. Schon gut. Bestanden. Ja, ja. Schmeckt ganz gut. Zu viel Zuckerwatte sollte man aber nicht essen. Ist immerhin reiner Zucker. Jetzt aber Beeilung, Stefan wartet schon auf mich an der Bahn. Die ist bereit für meine erste Fahrt, noch vor allen anderen. Ein wenig mulmig ist mir ja schon. Hey Stefan. Can, grüß dich. So, jetzt geht's los, oder? Ja, alle Schrauben angezogen, alles sitzt und passt. Wir können fahren. Ist es auch sicher jetzt? Hundertprozentig.
Ich bin der allererste Fahrgast, oder? Du bist mit mir zusammen der allererste Fahrgast, aber du kannst ein ruhiges Gefühl haben, ich bin bei dir. Okay, dann rein da. Stefan macht das bestimmt schon zum 1000. Mal. Klar, dass der keine Angst hat. Ab dafür! Ohne. Und los geht's. Ah, nee. Ah. Das macht. Oh, nee. Nur jetzt noch einmal richtig schnell. Oh. Ah. Jetzt in das große Tal. Funktioniert gut. Sehr gut. Labert nichts, nichts lose. Sehr gut. Alles da, wo es hingehört. Oh. Boah, das war schon super. Das war klasse, ne? Ey, warum macht das eigentlich so einen Spaß, aber gleichzeitig Angst ein bisschen? Ja, das ist ja das. Im ersten Moment ist der Fahrgast so ein bisschen unsicher und entwickelt vielleicht auch so ein bisschen Angst vor der Fahrt. Und während der Fahrt kriegt ihr ja so einen Adrenalinschub. Adrenalinschub? Hey, Checkerfrage. Was ist Adrenalin? Adrenalin ist ein Stoff, den wir im Körper entwickeln, wenn wir Gefahren ausgesetzt sind. Ja? Dann stößt der Körper dieses Adrenalin aus, ist ja so ein Stück weit Schutzmechanismus. Immer wenn wir Angst haben oder uns so richtig erschrecken, sind wir plötzlich hellwach. Das liegt am Adrenalin. Das Adrenalin ist ein Stoff im Körper, der bei Angst oder Erschrecken ausgeschüttet und übers Blut verteilt wird. Das Adrenalin sagt dem Körper, hey, aufpassen! Wenn viel Adrenalin im Blut ist, fängt das Herz an, schneller zu schlagen. Der Puls steigt also. Und die Muskeln werden besser durchblutet. Der ganze Körper ist in Alarmbereitschaft. Das hat die Natur als Schutzmechanismus eingerichtet. Und früher, in der Steinzeit zum Beispiel, war das viel wichtiger als heute. Wenn man vielleicht von einem Bären überrascht wurde, dann musste man natürlich blitzschnell reagieren. Auf dem Rummel passiert im Körper genau das Gleiche. Wenn wir uns in der Geisterbahn erschrecken oder in der Achterbahn Schiss haben rauszufallen, wird eine Menge Adrenalin ausgeschüttet. Und genau darum macht's Spaß. Weil das Herz schneller schlägt, der Puls steigt und weil man danach froh ist, es überstanden zu haben. Was ist Adrenalin? Das Adrenalin ist ein Stoff in unserem Körper. Der wird ausgeschüttet, wenn wir in Gefahr sind. Ist viel davon im Blut, dann ist der Körper in Alarmbereitschaft und kann sich besser wehren oder flüchten. Gecheckt! Eine Woche lang wurde hier gewerkelt und geschraubt. Und jetzt geht's los. Die Osterwiese ist eröffnet. Hey, warte mal. Schaut mal, ein Checker Jan-Lebkuchenherz. Und jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie viele Besucher hat das Münchner Oktoberfest? A. Circa 2 Millionen, B. Circa 4 Millionen oder C. Circa 6 Millionen. Na, habt ihr es entdeckt? Richtig ist Antwort C. Über 6 Millionen Menschen aus aller Welt besuchen jedes Jahr das Oktoberfest. Das sind so viele wie die Einwohner von München, Hamburg und Berlin zusammen. Leute, in dem Trubel habe ich mein Filmteam verloren. Nein, das sind sie nicht. Die machen wohl schon Feierabend. Da auf dem Karussell. Na gut, noch eine Runde. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Das ist Can, Checker Can, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der Türkisch ist, der kein Schisser ist.